Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute koche ich ein indisches Hähnchencurry zum Abendessen. Für uns beide dazu gehört kleingeschnittene Hähnchenbrust, kleingeschnittene Paprika, kleingeschnittene Möhren, Limettensaft, Langkorn, Wildreis im Beutel, Knoblauch, Currypaste, Kokosmilch, Kokosöl, Koriander habe ich hier nur trocken verwendet und ganz wenig, Pfeffer und Salz und zum Schluss packe ich auch noch Ananas hinein. So, als erstes kommt das Kokosfett, das Kokosöl in die Pfanne, das ist allerdings fest. Und wenn dieses geschmolzen ist und schön heiß ist, kommt das gesalzene und gepfefferte Hähnchen dort hinein. Das wird nun leicht angebräunt von allen Seiten. Wenn es soweit angebräunt ist, mache ich auch das Wasser für den Reisbeutel fertig. Zum angebräunten Hähnchenfleisch kommt dann zum Schluss noch der Knoblauch dazu. Das Ganze wird auch noch leicht angedünstet. Dann wird das Hähnchen herausgenommen, das Hähnchenfleisch. Und in dem Restfett werden dann zuerst die kleingeschnittenen Möhren angedünstet. Etwas später kommt die kleingeschnittene Paprika dazu. Das Ganze wird zusammen dann schön angedünstet. Dann geben wir die Currypaste dazu, die muss auch ein bisschen anbräunen. Und wenn das alles geschehen ist, kommt die Kokosmilch dazu. Das Ganze wird jetzt aufgekocht. Und wenn es aufgekocht ist, von diesem Limettensaft dazu und dann kommt das angebratene Hähnchenfleisch dazu. Ich packe jetzt hier noch ein bisschen Petersilie fein gehackt dazu, ein bisschen Chili und zum Schluss kommt auch noch kleingeschnittene Ananasstückchen mit Saft dazu. Das Ganze wird jetzt auch aufgekocht. Der Langkornreis wird mit Chili und Petersilie verfeinert und ja, ich kann nur sagen, das hat super geschmeckt. Wenn euch das Rezept gefallen hat, Daumen hoch und auf Kommentare freue ich mich. Danke, tschüss.